Abschluss der Aktuellen Stunde spricht die Kollegin Barbara Woltmann für die CDU-CSU. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Präsident hat es gesagt, ich bin die letzte Rednerin in dieser Debatte, die 12. Rednerin zu diesem Thema in der Aktuellen Stunde. Und ich wage mal die Prognose, ich glaube, wenn auch noch weitere 10 Redner hier heute reden würden, wir würden uns Rednerinnen, vielen Dank, dann würden wir uns, glaube ich, heute hier dennoch nicht annähern. Denn die Positionen sind ja ausgetauscht miteinander. In vielen Sitzungswochen, das ist ja auch schon hier von Vorrednern angesprochen worden, ist das Thema ja intensiv im Rechtsausschuss immer wieder auch und hier in Reden im Parlament. Okay, gut. Aber es ist immer wieder auch Debatte gewesen. Ich weiß, dass es hier im Plenum beraten worden ist und dass Positionen ausgetauscht worden sind. Und eins möchte ich auch mal sagen. Ich möchte mir hier nicht mit irgendeinem missionarischen Eifer eine Meinung aufzwingen lassen. Wir sind im politischen Diskurs und da ist es schon erlaubt, dass jemand auch eine andere Meinung haben kann. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch bei uns in der Fraktion. Das ist schon angesprochen worden, dass wir da nicht alle einer Meinung sind. Aber ich finde, auch das gehört zu einer Volkspartei. Wir müssen sehen, wie wir da zu gemeinsamer einer Linie auch kommen. Für uns ist es so, dass die Öffnung dieses Rechtsinstituts Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften der Wertentscheidung des Verfassungsgebers vorbehalten ist. Und das bedeutet ja nicht, dass die Union Menschen, die sich lieben und die dauerhaft Verantwortung füreinander nehmen, die sich Stabilität geben wollen, keine Anerkennung oder Wertschätzung zuteilkommen lassen wollen. Ganz im Gegenteil. Ob verschieden oder gleichgeschlechtlich, der Staat unterstützt alle Lebensformen, die von Verantwortung füreinander getragen werden. Und das wollen wir auch, dass Menschen Verantwortung füreinander nehmen, egal welchen Geschlechtes sie angehören. Eine vollständige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, wir entziehen uns der Diskussion ja nicht. Im Gegenteil. Wir haben in den vergangenen Jahren bei der Anpassung der Rechtsvorschriften des Partnerschaftsgesetzes eine fast Gleichstellung der Ehe erreicht. Der Bundesrat, gut, vielleicht auch nicht immer freiwillig, aber wir haben es gemacht. Der Bundesratsgesetzentwurf vom 11.11.2015 spricht daher auch von einer symbolischen Diskriminierung. Um Symbolik geht es aber bei der Verfassung nicht. Der verfassungsmäßige Ehebegriff hat sich eben nicht verändert. Was sich geändert hat, durchaus, ist die Gesellschaft. Das ist hier ja auch schon angesprochen worden. Auch das sehen wir natürlich. Viele wollen gar nicht heiraten oder auch später. Es gibt Ehen, Familien, wo man sich später gegen Kinder entscheidet, weil man erst vielleicht beruflich sich entfalten möchte. Also auch ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Und das ist ja auch gut so, dass es diese unterschiedlichen Lebensentwürfe gibt. Und es hat sich, und das ist auch gut so, auch gesellschaftlich sich die Einsicht breit gemacht, dass gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in keiner Form diffamiert oder diskriminiert werden dürfen. Das bewerte ich, das bewertet unsere Fraktion alles sehr, sehr positiv. Und die Gleichberechtigung ist bis, in der Tat, auf die Eheschließung erreicht. Schauen wir doch mal ins Grundgesetz. Der Artikel 6a Absatz 1 des Grundgesetzes schützt die Ehe und die Familie. Mit dem Begriff Ehe ist die auf Dauer angelegte, auf freiem Entschluss und Gleichberechtigung beruhende und förmliche geschlossene Lebensgemeinschaft mit zwischen Mann und Frau. Und das ist ja auch mit durch Bundesverfassungsgerichtsurteile mehrfach auch so bestätigt worden. Nicht erfasst werden nicht eheliche oder eheähnliche Lebensgemeinschaften. Auch gleichgeschlechtliche Verbindungen wie die eingetragene Lebenspartnerschaft sind nach dem Grundgesetz und auch nach der Meinung des Bundesverfassungsgerichts eben keine Ehe. Sie war da der Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes allein heterosexuelle Lebensgemeinschaften meint. Die Ehe zwischen Mann und Frau hat also Verfassungsrang. Da hilft es uns auch nicht weiter, wenn Sie da auf andere Länder verweisen. Das Grundgesetz gilt hier.
Und nun zu Artikel 3, weil der Artikel 6 dann auf Artikel 3 verweist. Gleichheit vor dem Gesetz. Was heißt denn das? Die Beeinträchtigung des Artikel 3 Absatz 1 setzt eine Ungleichbehandlung voraus, das heißt eine unterschiedliche Behandlung zweier vergleichbarer Sachverhalte. Die heterosexuelle ist eben nicht vergleichbar mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, da zwei Männer oder zwei Frauen eben keine Kinder miteinander haben, also zeugen und haben schon, aber zeugen und gebären können. Und das heißt eben auch, dass es kein gleicher Sachverhalt ist. Der Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verbietet nicht nur die Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, sondern auch die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. Und das sind auf der einen Seite, da können Sie in Kommentaren nachlesen, da finden Sie das. Und da ist auch auf der einen Seite eine heterosexuelle und auf der anderen Seite eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Das ist eben etwas Unterschiedliches. Und die Ungleichbehandlung anhand sexueller Orientierung als ein personengebundenes Merkmal unterliegt allerdings einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und bei dieser Überprüfung hat das Bundesverfassungsgericht entschieden in der Vergangenheit, dass es Ungleichbehandlungen gab. Die sind mittlerweile beseitigt worden. Das ist von Vorrednern schon angesprochen worden. Und insofern sehen wir hier keine Verletzung des Artikel 3 oder des Artikel 6. Und wenn daher von Benachteiligung gesprochen wird, muss man sagen, die Verfassung sieht das so nicht. Es bleibt daher festzuhalten, der Präsident meldet sich auch, ich muss zum Ende kommen, dass wir hier zu keinem Kompromiss kommen werden. Was die Adoption angeht, glaube ich, wird es Veränderungen geben. Da könnte ich mir das auch vorstellen, aber bei der Ehe nicht.